Ja, Leute, heute wollen wir uns nochmal zur Wiederholung auch den wichtigen Begriff oder die wichtige Begrifflichkeit des Effektivwerts anschauen. Während jetzt im Unterricht hätte ich euch gefragt, sagt mir mal oder kann mir jemand erklären, was denn der Effektivwert eines Wechselstroms oder einer Wechselspannung aussagt oder ja, was bedeutet denn das? Und ich wäre davon ausgegangen, dass wenn man jemals schon mal was von Elektrotechnik gehört hat, dass das sitzt, ne? Aber ich weiß, schwierige Geschichte, vielleicht kennt man noch die Formel, aber was so richtig dahinter steckt, das überlegt man sich vielleicht dann irgendwie gar nicht. Und ich würde es gerne nochmal zeigen. Mein Einstiegsbeispiel wäre die Steckdose. Man sagt, Leute, denkt mal eine Steckdose, wenn man da irgendwie ein Oszilloskop reinsteckt oder ein Gerät, das mir mal die Spannung wirklich anzeigen kann, ne? Dann würde man in einer Steckdose irgendwie Folgendes sehen, wenn ich mal von der Spannung ausgehe. Eine sinusförmige Spannung, die da anliegen würde, entweder offen oder am Verbraucher. Und da hätte irgendwie, würde ich rausmessen, 325 Volt Spitze, Spitzenwert und minus 325 Volt Spitze, also irgendwie sowas wie über 650 Volt Spitze, Spitze, was sich extrem schnell ändert, ne? Nämlich die alle 10 Millisekunden das Vorzeichen wechselt und ich würde dann nirgendwo irgendwie 230 Volt sehen. Würde ich das aber überprüfen, mit dem Multimeter in die Steckdose gehen, würde das auf Wechselspannung stellen, würde es mir plötzlich 230 Volt anzeigen. Die sehe ich aber gar nirgends. Also, was sind diese ominösen U-Effektiv 230 Volt? Was hat es damit auf sich? Und das würde ich jetzt gerne mal noch erklären wollen. Ja, der Effektivwert einer Wechselgröße, ne, oder eines, ja, oder einem Wechselstrom oder einer Wechselspannung, der hat was mit Leistung oder Arbeit zu tun. Als das mit der Wechselstromtechnik anfing, hat man sich gesagt, irgendwie möchte ich ihn gerne mit Gleichstrom, also den Wechselstrom oder die Wechselspannung mit Gleichstrom vergleichen. Und der soll ja etwas für mich tun, Motoren antreiben, etwas warm machen, ne? Also für mich arbeiten. Und da ist natürlich der Begriff der Leistung oder der Arbeit nachher Leistung mal Zeit eine wichtige Größe. Auch wenn ich irgendwas dimensionieren möchte, ne? Motoren. Schon gesagt, ne? Oder irgendwie etwas warm machen. Und deswegen musste man sich irgendwie eine Kenngröße überlegen, bei dieser sich dauernd ändernden oder den sich dauernd ändernden Verhältnissen, die etwas über die Leistung aussagt. Ne? Und ich werde jetzt der Einfachheit halber die Herleitung machen für Wechselstrom, dass ich nicht die ganze Zeit sagen muss, Wechselspannung, Wechselstrom. Natürlich haben beide Größen etwas mit Leistung zu tun. Ne? Wir kennen jeweils Formeln. Werden wir gleich sehen, wo die Spannung drin ist oder der Strom, die uns irgendetwas über die Leistung an einem Widerstand verraten. Also, der Einfachheit halber, ich rede hier von Strom. Und die Herleitung nachher für Spannung ist die gleiche, werdet ihr sehen. Also, der Effektivwert eines Wechselstroms setzt in einem ohmschen Widerstand die gleiche Wärmeleistung um wie ein entsprechender Gleichstrom. Wenn wir uns jetzt mal so einen sinusförmigen Strom anschauen, ich habe mal in Schwarz einen aufgezeichnet und würde da mal hinschreiben, klein i von t. Übrigens, das ist jetzt eine Vereinbarung, die wir treffen, kleine Größen, kleine i's, kleine u's sind ab sofort Wechselgrößen und große u's, große i's, ohne dass ich irgendwas hinschreibe, müsst ihr fast noch von T schreiben, wenn ich das jetzt schon so konsequent sage. Große U's oder große I's werden in Zukunft Effektivwerte sein. Auch wenn man nicht explizit U oder I effektiv hinschreibt, so wird das auch in Büchern und so gehandhabt. Deswegen schreibe ich hier mal kurz hin I von T nochmal. Also wenn ich groß schreibe und von T schreibe, ist es auch wieder eindeutig, ne, in Ampere. Aber kleine Größen, auch wenn nichts mehr dabei steht, sind Wechselgrößen und große Größen, wenn nichts dabei steht, also große Buchstaben, sind Wechselstrom, Effektivwertgrößen, ja, oder Gleichstromgrößen, wo ich mir keinen Effektivwert ausrechnen muss, weil er schon vorliegt, ne, im Endeffekt. Also, nochmal, hier habe ich einen sinusförmigen Strom aufgezeichnet. Wie er, sage ich mal, fließen würde an einem Verbraucher am Netz, hier auch 20 Millisekunden Periodendauer, ne, also 50 Hertz. Und wenn ich mir jetzt überlege, was der Strom macht, ne, im Verbraucher, na, hier macht er mal gar nichts, hier wird er weder, hier fließt kein Strom zu dem Zeitpunkt, hier wird er wenig, gar keine Leistung umsetzen, hier oben extrem viel Leistung umsetzen, hier wird er wieder gar keine Leistung umsetzen, hier wieder
egal auch wenn er in die andere Richtung fließt, macht zum Beispiel Widerstand trotzdem warm, wird da wieder viel Leistung umsetzen. Also irgendwie, also das ist ständig sich wechselnde Geschichte. Ich bräuchte irgendwie sowas wie den Mittelwert der Leistung, mit dem ich rechnen kann. Und weil das bringt mir hier wenig, ne? Irgendwie nur einen Spitzenwert anzugeben. Und dann möchte jemand damit rechnen und irgendwie Watt ausrechnen oder irgendwas, hat nur diesen Wert, der nur mal ganz kurz auftaucht, dann damit kann man nicht rechnen. Ne? Im Endeffekt, wenn man was dimensionieren möchte, sage ich mal, einen Motor oder eine Heizung oder irgendwie. Also, ich brauche so etwas wie die mittlere Leistung. Und jetzt hat man mal geschaut, ob es da eine einfache Möglichkeit gibt, einen Wert anzugeben, der quasi nachher, wenn man ihn benutzt, etwas über die mittlere Leistung aussagt. Ne? So, wir kennen irgendwie die Formel, ich schreibe die vielleicht mal hier rechts hin. P, die Leistung, berechnet sich an einem ohmschen Widerstand aus I Quadrat. Also ich mache jetzt hier nochmal Gleichgrößen, I Quadrat mal R. Das kennt man irgendwie seit dem ersten Lehrjahr, wenn man was mit Strom zu tun hat. Ne? Und ja, ich möchte hier jetzt gleich schon mal sogar effektiv hinschreiben, ne? Auch selbst beim Gleichstrom, da ist der Effektivwert halt gleich sofort das Wert, der Wert, den wir haben in Ampere zum Beispiel. Wir müssen quadrieren, wir müssen den Strom quadrieren. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie noch sage, naja, das muss ja eigentlich aber dann bei einem, ja, bei einem Wechselstrom genauso gelten. Ne? Effektiv wollte ich hier mal schon, nee, von T wollte ich eigentlich schreiben, genau. I von T, also wirklich unsere Sinuskurve möchte ich jetzt hier mal hinschreiben, also formal, klein i von T. Wenn ich das hier quadriere und dann quasi am gleichen Widerstand betreibe, dann müsste ich ja auch irgendwie die Leistung rausbekommen, wenn das stimmen sollte. Ne? Auch das Ohmsche Gesetz, was da dahinter steckt, das gilt genauso für Wechselspannung. Also das macht man. Man quadriert den Strom und das wäre die zweite Kurve, die ich hier schon mal aufgezeichnet habe. Das kann man machen in Excel, wie auch immer. Ein Programm, wo das kann einmal einen Sinus quadrieren, i von t im Quadrat. Das ist jetzt diese Kurve. Interessanterweise nur positive Werte. Das ist mal Minus hier Plus ergibt. Ne? Selbst wenn der Strom in eine andere Richtung fließt, es wird Wirkleistung umgesetzt, also Leistung, die in andere Energieform umgewandelt wird. Ne? Zum Beispiel Wärmeenergie, ne? Oder Wärmeleistung. An einem ohmschen Widerstand, aber auch an einem Motor, in irgendwie eine Leistung oder Arbeit, die mich etwas anheben lässt, ne? Und solche Geschichten. Also nur positive Werte. Wir werden sehen, es gibt Bauelemente wie Spulen oder Kondensatoren, da wird das anders aussehen. Ein sehr seltsames Verhalten, aber die Wirkleistung haben wir hier nur im positiven Bereich. Müsste hier jetzt auch noch quasi, das ist jetzt hier ein Strom im Quadrat, ne? Also eine Aussage dafür, also im Endeffekt, wenn ich es mit dem Widerstand multipliziere, wie viel Leistung umgesetzt wird. So, und jetzt hätte ich davon gerne irgendwie, ändert sich hier auch, ich meine, das ist die gleiche Aussage, die wir gerade hatten, hier wird keine Leistung umgesetzt, weil 0 i Quadrat, 0 im Quadrat ist 0, hier wird keine Leistung umgesetzt, hier wird die meiste Leistung umgesetzt, das zeigt mir genau diese Kurve hier an. Und diese Kurve hat jetzt eigentlich eine schöne Eigenschaft, quasi eine symmetrische. Und da hole ich mir jetzt vielleicht gleich mal das Lineal oder ich versuche es vielleicht sogar mal ohne. Die Kurve ist schön symmetrisch. Das heißt, im Endeffekt kann ich diesen Teil hier, also versuche es mal darzustellen, hier reinklappen. Das wäre hier so die grafische Lösung, die könnte ich hier reinklappen. Ne? Das gleiche könnte ich zum Beispiel auf der anderen Seite machen, wenn ich sowas wie einen Mittelwert bilden möchte, wo sich nichts mehr ändert, sondern im Mittel alles gleich ist. Das könnte ich hier reinklappen. Ne? Dann bekomme ich sowas irgendwie wie einen Mittelwert. Ich muss es langsam zeichnen, weil ich kein Lineal zur Verfügung habe. Könnte zwar eins einblenden, aber das ist so auffällig, ne? Also aufwendig. Also so etwas wie ein Mittelwert und das hier wäre dann irgendwie doch sowas wie I. Gucken wir mal. Also das wäre irgendwie sowas wie, wenn wir mal hier schauen, das wäre hier genau I Dach im Quadrat. Ne? I Dach im Quadrat halbe. Ne? Hälfte der Größe sieht man schon, 4 und 2. Also dieser Mittelwert und dann ändert sich auf einmal nichts mehr. Aber die Fläche, so kann man es auch sagen, unter der roten Kurve ist genau die gleiche Fläche wie unter diesem Strich, den ich hier gezogen habe. Ich möchte jetzt hier nur nicht weiter schraffieren, weil ich dann nachher noch gern was einzeichnen möchte. Aber das kann man sich vorstellen, ne? Die Fläche ist die gleiche und die Fläche trifft eine Aussage darüber, wie viel Leistung umgesetzt wird, ne? Also i Quadrat.
Jetzt kommt es dann auf den ohmschen Widerstand, ob ich nochmal irgendeinen R mache, ist egal, aber das wäre eine wichtige Aussage. So, wenn ich mir jetzt überlege, dieses i Quadrat kann ich eben irgendwie ersetzen durch i Spitze im Quadrat halbe. Also ich habe irgendwie sowas gemacht wie den Spitzenwert quadriert und habe ihn dann halbiert, um den Mittelwert herauszubekommen. Ne? Also ich könnte sogar sagen, ich kann es hier runterschreiben, das wäre irgendwie sowas wie das gleiche hier wie i Quadrat, also jetzt wirklich hier, ne? I von t im Quadrat und darauf ist der Mittelwert. Ne? Wäre irgendwie das gleiche, wenn man sich das in dieser Kurve anschaut, wie i Dach im Quadrat halbe. Einfach nur aufgrund dieser Kurvenform. Ja, das könnte ich aber hier mal einsetzen, oder? Wenn ich jetzt mir die Leistung ausrechnen will, wenn das das gleiche ist, ne, dann könnte ich hier hinschreiben, i effektiv. Ne? Jetzt wirklich, ich möchte einen Gleichstrom mit einer Wechselgröße vergleichen, ne, und zwar leistungsmäßig. So. Also, i Quadrat effektiv mal r soll das gleiche sein wie i Dach im Quadrat halbe mal r. Na, jetzt sieht man was. Ne? Ich möchte jetzt vergleichen. Der ohmsche Widerstand kürzt sich raus, der scheint keine Rolle zu spielen, weil es ja im Endeffekt für alle ohmschen Widerstände nachher gilt. Ne? Deswegen kann ein spezieller keine Rolle spielen. Und ja, wenn ich jetzt den I effektiv mir ausrechnen möchte oder einfach mal fragen, was für ein Gleichstrom bräuchte ich denn, der mir die gleiche Leistung umsetzt wie dieser, wir kommen von hier oben, Wechselstrom. Ne? Gut, da muss ich jetzt einfach nur auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Also, ich mache es mal hier rüber die Wurzel und hier rüber die Wurzel. Und was passiert dann? Naja, hier hebt sich quasi Quadrat und Wurzel auf. Hier steht nur noch i effektiv. Ist gleich, ne? R haben wir schon weggekürzt. Naja, hier hebt sich's auf. Man darf jetzt in dem Bruch im Zähler und im Nenner quasi oben und unten getrennt die Wurzel ziehen. Dann hätte ich hier irgendwie sowas wie i Spitzenwert des Wechselstromes. Wurzelzeichen fliegt weg, weil sich's aufhebt mit dem Quadrat hier, geteilt durch Wurzel 2. Und damit haben wir schon irgendwie die Formel, die auch im Tabellenbuch zu finden ist, für eine sinusförmige Wechselspannung, ne, entspricht der Effektivwert, I effektiv, dem Spitzenwert dieser Wechselspannung durch Wurzel 2. Also dem Spitzenwert von der schwarzen Kurve, nicht von der Quadratkurve, ne, von der schwarzen Kurve. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Und bevor wir das tun, schreibe ich natürlich auch gleich die Formel nochmal hin, dass ich es auf gar keinen Fall vergesse für den Effektivwert einer Wechselspannung. Das wäre natürlich der Spitzenwert dieser Wechselspannung geteilt durch Wurzel 2. Die Herleitung ist genau die gleiche, ob ich jetzt dann die Achse schreibe drüben, Strom oder Spannung, und dann diese Kurvenumklapperei und Quadriererei mache, ist prinzipiell egal. Gilt aber, Achtung, nur für dieser Faktor Wurzel 2 sinusförmige Wechselspannungen, ja, und Ströme. Ja. Wenn ich andere Kurvenformen habe, muss ich mir einen neuen Faktor berechnen. Aber wir sind am Netz und wir brauchen das so oft und deswegen den Faktor Wurzel 2 für sinusförmige kann man sich merken. Ne? Bei Dreiecksförmigen ist, glaube ich, Wurzel 3. Und wenn es dann ganz kompliziert wird, dann muss man wirklich über ein Integral die Fläche unter der Kurve bilden. Das machen uns dann teure Multimeter oder eben Oszilloskope. Also, jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, von diesem Strom hier, von diesem Sinusförmigen den Effektivwert ausrechnen möchte, also ich suche einen Gleichstrom, einen Gedachten, der mir in einem ohmschen Widerstand die gleiche Leistung umsetzt, dann müsste ich doch nach dieser Formel 2 Ampere durch Wurzel 2 teilen. Das würde ich jetzt mal machen hier mit meinem tollen Taschenrechner oder mit unserem tollen Taschenrechner. Ne? 2 Ampere geteilt durch, naja, Wurzelzeichen findet man auch irgendwie hier, Second Function, Wurzel 2. So, gucken wir mal, was da rauskommt. 1,41. Okay. Ampere. Also, jetzt hole ich mir aber doch mal ein Lineal. Schieb das mal so, also circa, ne, hier haben wir 1,5, 1, was haben wir raus? 1,41, 1,3. Also, ich mache es mal knapp unter 1,5, ne, irgendwie hier. Und ziehe hier mal einen Strich rüber, einigermaßen gerade. So.
und kann jetzt quasi an diesen Strich hinschreiben, i, und ich brauche nicht mal mehr effektiv schreiben, weil es ein großes i ist, gleich 1,41 Ampere. So. Was sagt das jetzt aus? Also ob hier dauerhaft 1,41 Ampere fließen würden oder ob ich diesen schwarzen Sinus habe, der quasi Sinusstrom, wenn ich diese beide an den ohmschen Widerstand anlege, wird die gleiche Leistung umgesetzt. Und was haben wir denn gerade gemacht? Was würde denn passieren, wenn ich jetzt, und da, das ist nicht intuitiv, wenn ich quasi von 1,41 Ampere, wenn ich da quasi, wenn ich das wieder quadrieren würde, wenn ich hiervon, also i Quadrat mal r ausrechnen möchte, dann kommt was Interessantes raus. Ich komme genau hier oben raus bei 2. Und das wäre natürlich dann im Endeffekt der Zusammenhang hier zwischendrin, Wurzel 2 kleiner, zwischen dem Spitzenwert einer Wechselgröße und dem Effektivwert. Also nochmal 1,41 Ampere im Quadrat ergibt witzigerweise 2 Ampere Quadrat. Natürlich, ne? Also mein Quadrat darf ich nicht mal R ergibt dann Watt. Aber das schreiben wir in Klammer, ne? Aber dann wären wir wieder hier oben. Und das ist der Zusammenhang zu I-Dach, weil hier oben ist I-Dach. Also, aufgrund der schönen Symmetrie dieser Sinuskurve kann man quasi sagen, der Spitzenwert geteilt durch Wurzel 2 setzt die gleiche Leistung um wie ein konstanter Gleichstrom mit diesem Wert, ne, 1,41 Ampere. Also man hat jetzt quasi im Endeffekt dieses I gesucht. Welchem Gleichstrom entspricht das denn prinzipiell? Weil hier bei einem Gleichstrom ich immer konstante gleiche Leistung habe. Und das habe ich eben mit dem Wert I Dach durch Wurzel 2 auch. Ich habe mir sowas wie die mittlere Leistung gebildet. Ne? Also, ja, man kann, glaube ich, nochmal zurückspulen und kann sich es nochmal anschauen. Ne? Und versuchen das zu verstehen. Ich suche mir von einer Wechselgröße den Wert, der eine konstante Leistung in einem ohmschen Widerstand umsetzt. Ne? Übrigens mit diesem Ampere Quadrat, ja, wenn ich hier möchte, dass das P ist, ne? Und ich mache jetzt mal 10 Ohm und Ohm ist ja irgendwie sowas wie Volt durch Ampere. Dann seht ihr schon, warum Ampere Quadrat, weil 1 muss sich kürzen und Ampere mal Volt gibt Watt. Ne? Also nur, falls ich jetzt hier jemanden verwirrt habe mit der Einheit, wenn ich einen Strom quadriere. Das war dann übrigens auch die Herleitung über das Ohmsche Gesetz, ne? Warum eigentlich dann irgendwie Ampere im Quadrat I Quadrat mal R Watt ergibt. Ne? Das sieht man hier eindeutig. Ne? Bleibt nur noch Ampere mal Volt übrig. Das gibt Watt. Ich möchte noch eins sagen, wenn man teures Multimeter kauft oder man hat vielleicht schon mal gehört, irgendwie sowas, das der Amerikaner angibt. Ich mache es jetzt mal für IRMS oder URMS. Das heißt Root Mean Square. Also RMS ist beim Amerikaner im Endeffekt der Ausdruck für Effektivwert, für Effektiv. Der schreibt sich also nicht hin effektiv, der sagt, wie er es gerechnet hat. Er hat quadriert, den Mittelwert gebildet und die Wurzel gezogen, um quasi auf diesen Wert zu kommen, dieses große i. Square, quadrieren im Amerikanischen, mean, Mittelwert bilden und root ist im Englischen die Wurzel ziehen und dann kommt er auf diesen Wert hier oben hin. IRMS. Der schreibt sich quasi hin, wie er es berechnet hat. Es gibt teure Multimeter oder sagen wir mal so, die Multimeter, die etwas mehr kosten. Die haben sogenannte True RMS. TRMS steht da dabei, der wahre Effektivwert, True. Und zwar auch für nicht sinusförmige Größen. Wenn man ein billiges Multimeter hat und misst Wechselgrößen, bei einem billigen zeigen die den richtigen Wert im Display, also keine Ahnung, hier 230 Volt zum Beispiel, oder der entsprechende Strom, der fließt, nur für 50 Hertz an oder sagen wir mal Vielfache davon, wenn man Glück hat, und für sinusförmige Größen. Und wenn man teure kauft, dann schreiben die Hersteller dann auch immer schön groß drauf, das ist ein True RMS Multimeter. Ne? Das zeigt auch für krumme
Kurven oder für verbogene Spannungen und Ströme, die nicht mehr sinusförmig, da muss gerechnet werden innen drin, das ist etwas teurer, den richtigen Wert an. Das vielleicht mal so am Rande, das heißt True RMS, wenn man das mal auf einem guten Multimeter sieht in der Schule, mal darauf achten, der wahre Effektivwert, True RMS. Und RMS heißt im Englischen Effektivwert, ne? Und der Engländer gibt an, wie er es berechnet hat. Das wäre mir noch wichtig. Dieser Wert hier gilt nur für sinusförmige Größen der Wurzel 2. Als kleines Beispiel, ich könnte mir, das wäre mir jetzt vielleicht auch noch wichtig, einen Strom überlegen, warum auch immer. Der Strom ist ja nicht immer sinusförmig, der kann auch mal impulsförmig aufgenommen werden oder ne, irgendwie. Also wenn ich einen Strom hätte, der zum Beispiel irgendwie so aussieht, ne, viel Strom, wenig Strom, das ist ja auch ein Wechselstrom irgendwie. Ja, dann wird der Effektivwert wohl nicht mehr hier liegen, weil hier wird extremst viel Leistung umgesetzt, aber dann mal ganz lang wieder keine. Und jetzt müsste man mathematisch die Fläche unter dieser Kurve bilden. Also ich würde mal sagen, der Effektivwert, der läge vielleicht eher irgendwo hier unten, noch unter der Hälfte, ne, was konstant an Leistung umgesetzt würde in einem ohmischen Widerstand. Hier, wenn er unten ist, gar keine, viel, wenig. Und deswegen gilt dieser Faktor Wurzel 2 nur für sinusförmige Größen. Aber ein True RMS Multimeter kann integrieren, das bildet im Endeffekt ne, die Fläche unter dieser Kurve und kann mir den wirklichen echten, wenn das I wäre, ne, oder I von T, kann mir den echten großen I anzeigen. Also quasi einem äquivalenten Gleichstrom, der in einem ohmschen Widerstand die gleiche Leistung umsetzt. Ne? Also da ist es nicht mehr Wurzel 2. Das reicht eigentlich. Also das war jetzt schon mal genügend Holz und ich denke, wenn man das irgendwie verstanden hat, dann weiß man schon viel, wenn man das auch wiedergeben könnte. Ne? Für euch wichtig das Umrahmte, aber nur für sinusförmige Größen. Aber weil wir die so oft einsetzen, kann man sich die Formen mal merken. Okay, bis dann.